Jenny. Ich bringe als erstes die Arie des Goethe aus der Operette Friederike von Franz Lehár. Am Flügel Herr Clemens Brachfink. Bitte. Wie beliebt? So was kommt wohl kaum für uns in Betracht. Wunderbar! Aber Herr Direktor, ich habe über 400 Mal als Goethe Triumphe gefeiert. Rücke nicht aus! Ich habe seinerzeit in München vor ausverkauften Häusern den Zigeunerbaron kreiert. Was kommt denn nun? Ballett. Ballett, aha. Auf Stimmung, was? Stimmung natürlich. Dann nimm mal erst den Effekt hier weg. Vielleicht soll ich etwas Leichteres bringen? Nehmt doch mal den braunen Vorhang. Ich hatte seinerzeit mit einem Tango großen Erfolg, den ein Bekannter von mir... Blauen und rechts die beiden roten Liste mitbrennen, verstehst du? Vor 4 Jahren war ich in den Staaten. Ich hatte in Cincinnati einen tollen Erfolg. Ruhig, bitteschön. Sollen die ganzen Soffitten in Farben? In Farben, natürlich. Maxel! Alle Soffitten in Farben! Hast du verstanden? Jawohl, alles auf Stimmung. Voll, bist du mir links? Ich fahr die Radbetter weg. Meine Ruhe! Was ist denn das für ein Ballett? Die Jarowa-Truppe, ganz neu zusammengestellt, erstklassig. Also. Nächste Nummer. Nächste Nummer, hopp, hopp! Hier ist wohl mehr Tingeltangel. Viel frei! Fritz hat doch mit ihm gesprochen. Naja, ich hab's ihm schon gesagt. Na, hoffentlich klappt alles. Ach. Sieh, das war mein Hut. Das war mein Hut. Wie beliebt? Sie haben meinen Hut runtergeschmissen. Heben Sie ihn sich doch allein auf, Sie junger Schnösel. Na, was denn, hä? Na, wollen Sie nicht den Hut da aufheben? Sie, wenn Sie nicht sofort den Hut aufheben, telefonieren wir mit Ihrer Witwe. Bestellen Sie Ihrem Direktor in einem Etablissement, wo nackte Weiber herumlaufen, wäre ich sowieso nicht aufgetreten. Na, dann ist ja gut. Grosse ist mein Name, nicht wahr? Kammersänger Grosse. Also wenn Sie noch ein Wort sagen, schmeiß ich Sie raus. Aber ich habe doch noch gar nichts gesagt. Ich komme doch vom Bloch und Spinner. Wir sollen den Silbervorhang ausbessern. Da soll ich nachmessen, wie viel Stoff gebraucht wird. Na, dann gehen Sie mal rauf, Fräulein. Fragen Sie nach dem Bühnenmeister. Dankeschön. Übrigens, ich hatte meine Post schon nach hier bestellt. Die schicken Sie dann an meine Privatadresse. Sind Sie der Bühnenmeister? Ich komme nämlich von Bloch und Spinner, wegen des Silbervorhangs. Wollen Sie bitte mal nachmessen, wie viel Stoff gebraucht wird? Ach, der Silberne, der hängt hinten im zweiten Zug. Da ist eine Leiter. Ach, dann klettern Sie doch bitte mal rauf. Ich? Dann meinen Sie vielleicht ich? Ja. Ach so. Nummer
Sagen Sie mal, Hase, wo leben Sie eigentlich? Was bringen Sie mir da alles an? Herr Direktor, warten Sie ab. Die nächste Nummer wird Ihnen bestimmt gefallen. Na. Was soll denn das werden? Eine Jazzband, Herr Direktor. Eine Jazzband? Dauert das lange? Ganz kurz. Ich halte die Nummer für gut, Herr Direktor. Sie heißt. Keine Ahnung. Kinder. Herrschaften möchten rüberkommen ins Büro. Vertrag machen. Ja, ja. Die Hauptsache ist erstmal der Vertrag. Ich werde inzwischen mal sehen. Aber wir können. Herr, hier sind Ihre Jacken. Aber wir können doch für das Mädel nicht abschließen. Los, los, los. Erstmal der Vertrag. Willi! Komm mit dem Hammer. Die ganze Leiter ist aus dem Leib. Der Silbervorhang auch! Nimm ab! Herr Direktor, hier sind die Verträge. So. Wenn Sie dann bitte hier unterschreiben wollen. Ich denke, dass alles in Ordnung ist. Dann bitte sehr. Also für März, einen Monat, beginnend ab 1. Also übermorgen. Pro Abend 200 Mark. Zahl der auftretenden Personen 5. Ja? Ja, natürlich. Herr Direktor, Sie haben mich rufen lassen. Also, Kraberg, passen Sie mal auf. Malen Sie mir mal ein Plakat. So unsere gewöhnliche Größe. Ja. Unten seitlich eine Jazzband. Diese Herren hier. Und von der Seite, quer ins Bild, fällt eine große Leiter. Und von der Leiter stürzt in hohem Bogen ein hübsches junges Mädchen mitten in die Pauke. Von der Leiter runter in die Pauke, um Gottes Willen. Ja. Und da schauen wir dann runter, 5 von der Jazzband, ja. März, Damalan. Ja, ja. Herr Direktor, wollen Sie gerade das mit der Leiter auf das Plakat nehmen? Wieso? Ich stelle mir das sehr wirkungsvoll vor. Was macht denn die Dame sonst? Die spielt natürlich mit. Ja, bei uns im Orchester. Aber spielt sie denn? Pauke. Sie schlägt die Pauke.
Ein tüchtiges Mädel. Oh, allererste Kraft. Nase da bis übermorgen, meine Herren. Hals und Beinbruch. Ach, wissen Sie was? Machen Sie doch am besten zwei Plakate, bitte. Na, was jetzt? Jetzt sitzen wir im Dreck. Wieso denn? Wir müssen sie bloß finden. Ja, bloß finden ist gut. Wenn sie nur eine feste Stellung hat. Dann werden sie eben loseisen. Loseisen, das sagst du so. Aber wenn sie hilft unserer Gage. Erst müssen wir mal wissen, wo sie steckt. Vielleicht gehen wir mal zum Bühnenmeister. Glaubst du, dass der weiß? Haben Sie denn wieder angestellt? Der Chef fragt schon seit einer Viertelstunde nach Ihnen. Sie sollen sofort reinkommen. Da können Sie was erleben. Herein! Fräulein Jessie! Na, endlich! Reizend finde ich das ja von Ihnen. Ganz reizend. Vorhang haben Sie zerrissen. Ausgemessen haben Sie überhaupt nichts. Die ganze Probenarbeit haben Sie gestört. Gott, man ist das ja von Ihnen gewöhnt. Ist ja nicht das erste Mal, dass Beschwerden über Sie einlaufen. Was glauben Sie eigentlich? Meinen Sie vielleicht, ich lasse mir von Ihnen meine beste Kundschaft verärgern? So ein Personal kann ich nicht gebrauchen. Sie können sofort gehen. Lassen Sie Ihr Gehalt auszahlen. Hier sind Ihre Papiere. Was machen Sie auf solche Sachen? Verzeihung, wollen wir nicht zusammen eine Tasse Kaffee trinken? Ich weiß noch, was ich meiner Kundschaft schuldig bin. Damit ist der Vorfall für uns selbstverständlich erledigt. Danke Ihnen vielmals. Hase, wieso denn? Was machen Sie denn hier? Habt ihr sie? Kleine? Ja, Augenblick mal. Leicht werden die es ja nicht haben. Die ist sehr schlecht gelaunt. Das kann ich mir denken. Es hat auch allen Grund dazu. Wieso? Was meinen Sie damit? Ich habe nämlich dafür gesorgt, dass sie rausgeschmissen wird. Sie sind ein Schwein. Eure Pauke hat er sogar auch noch bezahlt. Wer? Herr Spinner. Da. 100 Mark. Ein Gauner sind Sie. Kommen Sie mit runter? Nee, ich darf mich nicht sehen. Ich warte hier. Dann hätten Sie doch wieder eine Stellung. Wir bieten Ihnen 20 Mark pro Abend. Sie können gleich bei uns anfangen. Das ist doch direkt ein Glück für Sie, wo Sie eben Ihre Stellung verloren haben. Na, setzen Sie sich erst mal einen Augenblick hin. So. Wir bieten Ihnen 25 Mark. Ne? 30. 30 Mark pro Abend. Macht 900 im Monat. Bedenken Sie doch, was Sie sich dafür alles kaufen können. Sie würden es sehr gut bei uns haben. Außerdem wird es Ihnen viel Spaß machen. Wir bieten Ihnen 10 Mark pro Abend. 25 haben wir ja schon geboten. 30? Aber ich kann doch nicht jeden Abend auf die Pauke fallen. Es tut doch so weh. Aber das sollen Sie ja auch gar nicht. Sie sollen doch nur die Pauke bei uns spielen. Wer hat Ihnen denn gesagt, dass Sie auf die Pauke fallen sollen? Na, die Herren da. Aber davon ist doch gar nicht die Rede. Nur Pauke spielen. Ganz einfach. Bum, 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 bum. Bum, bum? Bum, bum. Aber ich kann doch gar nicht die Pauke spielen. Oh, aber das kann doch jedes Kind. Sie hauen einfach drauf und drehen ein paar Mal an der Schraube. Wohnen Sie bei Ihren Eltern? Nein, ich wohne möbliert. Ich stehe ganz allein in der Welt. Oh. Na, wir holen doch rasch Ihre Sachen. Von jetzt ab wohnen Sie natürlich bei uns im Hotel, ne? Direkt gegenüber vom Farmer. Kommen Sie, nehmen Sie Platz, bitte. Bisschen hart, was? Ach, na, das werden wir gleich haben. Bitte schön, hier. So, nein, nein, nein. Meiner genügt. Bitte sehr. Ja. Natürlich, deiner genügt.
Phil, du fährst mit der Straßenbahn. Wieso? Weil wir nur 4 Plätze haben. Wieso soll gerade ich nicht mitfahren? Ich finde das ungerecht. Hast du Fahrgeld? Natürlich hat er. Sieh das nicht ein, warum soll gerade ich? Wollen wir nicht fahren? Es ist kalt. Na siehst du. Also los. Natürlich, ja, ich fahre. Wollt ihr vielleicht so fahren mit dem Reifen? Was soll denn das heißen? Na, guck dir das Ding doch mal an. Der ist doch ganz weich. Ach, Unsinn. Ist doch alles in Ordnung. Mehr Luft ist doch nie drin. An dieser Stelle kommen die 3 Paukenschläge. Also so. Ist doch ganz einfach. Bum, bum, bum. Hier wieder die 3 Paukenschläge. Ja. Jetzt haben Sie es doch verstanden, nicht wahr? Nein. Machen wir die ganze Stelle nochmal, Kinder. Jetzt mal alle. Ja. Wenn die Pauke kommt, sage ich jetzt. Kommt rein. Jawohl. Achtung. Und wer hat Ihnen denn gesagt, dass Sie jetzt pauken sollen? Niemand. Ach so, niemand. Warum pauken Sie dann eigentlich? Seien Sie doch froh, dass ich überhaupt pauke. Außerdem habe ich jetzt keine Lust mehr. Jessie, in 2 Tagen müssen wir auftreten. Seien Sie doch vernünftig. Noch einmal, noch ein einziges Mal probieren, ja? Ja. Na, hol doch mal. Also Jessie, wenn wir jetzt sagen... Ja. 1, 2. Soll er nur werden? Jetzt trinken wir mal alle einen Likör. Einen was? Ist schon eingeschenkt. Sagen Sie mal, Jessie, was haben Sie... Also auf gutes Gelingen. Auf Ihre Karriere. Auf gute Freundschaft, Jessie. Nein. Auf du. Auf du. Prost. 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 Na, 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 na. Was denn, was denn? Du wolltest dir doch einen Kuss geben. Natürlich, wir haben doch Brüderschaft getrunken. Da darf man sich doch mal einen Kuss geben. Was ist denn los?
Er hat mich geküsst. Warum quietschst du denn da so? Na, weil ich so einen Schreck bekommen habe. Also probieren wir weiter, ja? Nein. Setz dich an die Pauke. Wieso nochmal? Ihr habt doch gesagt... Achtung! Eins, zwei. Nicht. Ich verbitte mir jede Störung. Aber nehmen Sie doch Rücksicht auf die anderen Hotelgäste. Na, ich dachte, das ist ein Artistenhotel. Ich persönlich habe ja Musik sehr gerne. Also morgen stelle ich Ihnen einen anderen Raum zur Verfügung. Da können Sie dann ungestört probieren, nicht wahr? Und wem haben wir das alles zu verdanken? Dein Glück. Jessie. Jessie, sie ist überhaupt böse. Es war vielleicht ein bisschen viel für den Anfang. Bis übermorgen muss es doch gönnen. Wir müssen netter zu ihr sein. Wartet mal. Doch ein bisschen aus. Ja, bummeln. Eine kleine Autofahrt. Kinder, ich weiß, so ein Lokal. Großartiger Betrieb. Oh ja, fein. Autofahren. Geh mich rasch anziehen. Bin gleich wieder da. Mach schnell. Ja. Menscheskind, die ganze Ausstattung. Aber diesmal fahre ich nicht mit der Straßenbahn. Na nein, heute bleibt Bill zu Hause. Ich? Wieso immer ich? Ihr kommt nie auf die Idee, dass mal ein anderer. Immer hackt ihr auf mir rum. Naja, du bist ja auch der Jüngste. Na und? Ist das ein Verbrechen, jung zu sein? Ihr alten Knacker. Nur halt mal Mund, ja? Du kannst ihn doch nicht im Mund verbieten. Was geht denn das dich an? Was quatschst du da nicht? Kümmer dich doch nicht. Wie heißt denn das? Leg ihn doch aufs Kreuz. Gut. Du brauchst ihn nicht noch aufzuhetzen. So ist gut. Was habt ihr denn? Jessie ist da. Aua. Was ist denn los? Ach, das ist bloß so, nicht? Wegen des Autos. Ja, wir sind uns nicht ganz einig. Es gehen doch nur vier rein. Jetzt fahren wir überhaupt nicht. Wir bleiben alle gemütlich hier. Allein. Sieg mit Weibern einlassen. Das ist schon das Richtige. Na, ist wehgetan, Mensch? Ja. Aufmachen! Wir sind eingeschlossen!
Nee, da steckt doch gar kein Schlüssel. Na, dann hol doch einen anderen. Wie haben Sie denn das gemacht? Geht schon los, hol den Schlüssel. Ja, freilich. Tja, ich werde mal nachsehen, ob ich noch einen finde. Ich glaube, wir haben unten noch einen. Aber ob der passt, werden wir sehen. Den Schlüssel hat er eingesteckt. Na, der kann sich auf was gefasst machen. Damen und Herren, als erste Attraktion bringen wir Ihnen einen Ringkampf zwischen La Fontaine, Frankreich. Und Axel Huber, Ex-Meister von Tirol. Der heutige Kampf geht bis zur Entscheidung nach den Regeln des Gesetzes. Auf Deutsch, jeder Griff ist erlaubt. Diese Kampfart wird in unserem Etablissement das erste Mal gezeigt und demonstriert. Der Kampf beginnt. Jessie. Wieso O? Hilfe! Gib die Brieftasche raus, sag ich dir! Die hat mir die Brieftasche geklaut! Die hat die geklaut? Wer hat mir die Brieftasche geklaut? Hilfe! Mir die Brieftasche klauen! Mensch, da hauen sich zwei. Wer soll sie denn sonst haben? Pass dir doch mal rein in die Bluse! Gib sie doch! Festel! Festel! Na, guck doch mal nach! Guck doch mal nach! Na ja, beruhige dich, Mann! Mit mir nicht, du! Na, was habe ich gesagt? Natürlich hat sie sie, habe ich gesagt. Ich habe ja gleich gesagt. Mit mir nicht, habe ich gesagt. Hier lass dir mal nicht mehr blinken, du. Hier nicht. Ach, du mach doch. Das nächste Mal passiert was, du. Mit mir nicht, du. Hier mache ich kalt, du. Komm, wir wollen nach Haus gehen. Gern, Liebling. Verzeihung. Wo wohnen Sie denn? Ich habe nämlich meinen Freund verloren. So, na, den kann man ja austrompeten lassen. Oder wollen Sie so lange mit mir vorlieb nehmen? Mir nicht. Ich würde Ihnen sehr gern meinen väterlichen Schutz angedeihen lassen. Na komm doch, komm, komm, wir gehen. Aufpassen müssen Sie hier, wissen Sie? Auf den Mädels. Entweder sie klauen oder sie schleppen. Machen Sie sich an einen Rand der Mädels und schleppen einen mit. Hier ist so eine dunkle Gegend. Und dann hast du nicht gesehen, 3-4 Kerle aus dem Torweg raus, eins über den Kopf und weg ist die Brieftasche und fahrt ans goldene Uhr. Sie überhaupt mit Ihrer feinen Schale. Da machen Sie sich ran, Mädels. Haben Sie ja gesehen, ne? Nach diesem kleinen Zwischenfall im Zuschauerraum, den Sie gratis in Franco miterleben durften, hat die Direktion sich entschlossen, den Weltmeisterschaftskampf
erst am Ende des Programms zu starten. Als nächste Attraktion bringen wir Ihnen den soeben von seiner Amerika-Tournee zurückgekehrten Kammersänger Grosse vom Varieté Tamerlan. Der Gesang geht über drei Lieder. Jeder Ton ist erlaubt. Ich bringe als erstes die Arie des Lionel aus der Oper Martha von Flotho. Ach so froh, ach so traut, hat mein Auge sie erschaut. Ach so mild, ach so rein, rein wir hier, ihr setzt mir ein. Banger drauf, als sie kam, hat die Zukunft mir verwirrt. Nein, nein, danke, danke. Kann ich Ihnen irgendetwas helfen? Nein, danke, ist nicht nötig. Da sind Sie ja der richtigen Perle in die Hände gefallen. Was? Wie meinen Sie denn das? Tja, ein tolles Frauenzimmer. Was geht denn das Sie an? Kümmern Sie sich doch um Ihre eigenen Angelegenheiten, ja? Machen Sie doch, dass Sie wegkommen hier. Sehr gut. Lächerlich. Ja, doch erfahren. Aber doch nicht heute. Doch erst im letzten Augenblick. Jessie, lass doch mal mit dir reden. Was wollt ihr denn noch? Hier, dein Schuh. Sieh mal, der Fritz macht immer so alberne Witze. Bist du noch nicht fertig? Aber Jessie, du musst dich gar nicht drum kümmern. Nur reg dich doch nicht auf, wenn man mal so einen kleinen Scherz macht. Wäre ich bloß nicht zu euch gekommen. Ich habe nur Aufregungen durch euch. Nun ist aber gut, Jessie. Na ja, ihr keilt euch nachts auf der Straße herum, dann diese ewigen Proben und die dummen Witze. Man übertreibe mal nicht.
Du paukst bei uns und fertig. Du machst es übrigens schon sehr schön. Ich muss dir mein Kompliment machen. Wirklich. Ich hätte ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass du es so schnell lernen würdest. Außerdem hast du eine sehr nette Stimme und hast als Künstlerin unbedingt eine Zukunft. Und das mit der Leiter ist natürlich Quatsch. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir das von dir verlangen werden. Jessie, dazu haben wir dich doch alle viel zu gern, das weißt du doch. Direktor? Ja? Da draußen, das Plakat. Ist sonst alles klar? Danke, den Schluss brauche ich nicht. Wir spielen jetzt Nummer 4. Ich stehe sofort zu Ihrer Verfügung, wenn Sie bitte einen Moment warten wollen. Müssen Sie doch aufpassen. Können doch nicht jeden ans Schaltbrett heranlassen. Na ja. Jetzt sieht es einfach noch hin. Also, Kinder, hört mal. Jetzt im letzten Moment. Lasst ihn mal los. Also sieh mal, Jessie, wir haben nämlich seit 4 Monaten keine Arbeit gehabt. Wir sind wie die Verrückten herumgerannt, um ein Engagement zu finden. Niemand wollte uns nehmen. Wer will heute noch eine Jazzband in einem Varieté? Um eine neue Nummer aufzuziehen, dazu hatten wir zu wenig Geld. Du bist uns gestern vom Himmel auf die Pauke gefallen. Direkt vom Himmel. Der Direktor dachte doch, du gehörst zu uns. Er hat uns doch überhaupt nur engagiert, weil du auf die Pauke gefallen bist. Tja, ja. Na und? Na und? Dann gehst du mal rüber zum Direktor und sagst ihm, dass du nicht mitmachst. Dann ist es wieder mal aus. Dann packen wir unsere Sachen und ziehen ab. Wie hoch ist denn die Leiter?
Jessie, wirklich? Du willst es machen? Ja, solange ich es aushalte. Jessie! Dankeschön, Herr Herrn. Hey, du! Was fällt da eigentlich ein? Das muss aufhören. Das mit dem Rumkrachen. Das mit dem Küssen. Bravo, Jessie. Sehr richtig. Das muss aufhören. Wir arbeiten zusammen. Wir sind gute Freunde. Und damit basta. Da. Ja. Das müsst ihr mir versprechen. Von heute ab nur noch Kameradschaft. Nur Kameradschaft. Seht ihr, so seid ihr nett. Wir sind noch viel netter. Ich habe nämlich eine Idee. Wunderbar, machen wir. Ja, wir treffen uns nachher im Hotel. Wir besorgen noch was. Wir sagen noch nicht, was es ist, wird dir aber gut stehen. Franz, zieh mal ein Prospekt hoch. Jawohl. Achtung. Ja, ja, los, Mensch, komm, mach. Meine Partienschwung. So, jetzt fällt's richtig. Du kannst die Scharniere jetzt festmachen. Jawohl. Bleibst du jetzt so? Ja, lieber mal ein Stück Heide her. Also, da muss die Pauke hier ungefähr sein. Hallo? Ja. Hier ist markiert. Jawohl. Nochmal hoch. Franz! Ja? Mach sie mal oben mit dem Haken fest, sonst kriegst du hier noch einen aufs Dach. Da muss ich noch eine Öse einziehen. Und sie sein? Nimm lieber noch einen Eisendraht zu. Sicher ist sicher. Auf was die alles kommen, die Künstler? Mensch, bei uns in Dortmund, das war genauso hoch. Da ist mal einer vom Trapez gekippt. Der handelt heute in Altona mit Zigarren. Ja, richtig. Sie wollten mich ja sprechen. Sie sind doch die Kleine von den Fünf von der Jazzband, nicht? Sie sagten da was vom Plakat? Ja, nein. Das Plakat kommt noch mal ganz groß ins Foyer. Da können Sie beruhigt sein. Tüchtiges Mädel. Ich war auch mal Artist. Hallo. Ja, gehen Sie mal da rüber. Zweite Tür links. Wir haben die Modelle eben erst aus Paris hereinbekommen. Es ist letzter Schick. Eine fesche jugendliche Form. Bitte das reizende Rückendekolleté zu beachten. Die Schleppe macht eine elegante Linie. Die Farbe wird in dieser Saison sehr bevorzugt. Wir nehmen das. Wie sehr. Wo bitte darf ich es hinschicken? Ins Artistenhotel Continental, bitte. Gegenüber dem Tamerlan. Bitte recht sehr. Wird pünktlich besorgt. Muss ich es gefunden haben. Ich bin ja gespannt, wer als erster von euch sein Wort bricht. Nee, Kinder, das gibt's nicht. Jetzt kommt für uns als Frauen nicht mehr in Frage. Ehrenwort. Na? Mensch, lass doch die ewigen Albernheiten hier. Das Zimmermädchen von hier ist ganz nett. Als ob du schon mal ein Mädchen hässlich gefunden hättest. Stillhalten! Au! Was hat nur wehgetan, die Wunde oder der Schlag? Der Schlag. Siehst du? Du lause Junge, du! Lass mich los! Die Jessie, die ist richtig. Das ist ein hochanständiger Kerl, sag ich euch. Fängst du schon wieder an? Wieso denn? Ich hab doch Kerl gesagt. Thank you.
Tschüss, Jessie. Kommt, wir gehen essen. Los, 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 los. Beeilt euch doch, Kinder. Mach's. Komm, Jessie. Komm essen. Ist Jean schon unten? Wie sehe ich denn aus? Süß. Heute trinken wir Sekt. Eine Hausmarke, bitte. Kostet 5,50. Eine Hausmarke. Hallo, Herr Ober. Bitte sehr. Für Jessie bestellen wir Kaviar. Kaviar? Kostet 4 Mark. Ein Achtel, bitte. Ein Achtel Kaviar, bitte. Können wir ruhig machen. Wir haben doch noch von dem Geld übrig, das wir für die Pauke gekriegt haben. Hallo, Jessie. Hallo. Also, gern, ne? Hier, du sitzt auf dem Ehrenplatz. Da. Wo ist denn Jean? Der tanzt da drüben. Hier wird getanzt? Sonntags immer. Bitte sehr. Ist das für mich? Natürlich. Das Kaviar. Musst du mit Zitrone essen. Jim ist nämlich bei Kaviar aufgewachsen. Bitte sehr. Und Sekt? Ist das schön hier. Ihr gestattet doch, ja? Das ist Erika, das ist Fritz, das ist Bill, das ist Jim. Und jetzt kommen Sie hierher. Ja? Das ist Erika und das unsere Pauke. Das tüchtigste Mädel der ganzen Welt. Angenehm, 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 angenehm. So, erledigt, bitte nehmen Sie Platz. Ach, ist das aber heiß hier. Na, da drin ist ja noch viel rauchiger wie hier. Sagen Sie, haben Sie nicht ein bisschen was zu trinken? Also einen Durst habe ich, einen Durst habe ich, einen Durst habe ich. Oh, das ist ja Sekt. Aber der ist wohl noch nicht kalt genug. Was? Dankeschön. Da muss man noch ein bisschen auf Eis stehen, nicht? Bis die Pulle platzt. Da drin, der dicke Onkel, haben Sie den gesehen, der mich auffordern wollte? Nein. Aber bei mir, K-N-I-F, kommt nicht in Frage. Und wieder nachher getanzt hat, direkt zum Piepen. Und einen Durst habe ich genommen, na das sowieso. Das kommt von der Hitze. Da habe ich sogar ein ganz leichtes Kleidchen an, nicht? Da, hübsch, was? Entzückend. Ein Schleierstoff. Hat auch eine Kleinigkeit gekostet. Na und das Täschchen dazu? Direkt dazu passend. Originell, nicht? Früher hatte ich so ein ähnliches, aber in grün. Das war hochgeschlossen, trägt man ja heute nicht mehr. Augenblick mal, was spielen die denn da? Ach, Walzer, tanze ich nicht. Ich tanze Walzer. Wir sind gleich wieder da. Na, wir bleiben doch hier, ne? Natürlich, ich bleib bei Ihnen, natürlich. Prösterchen! Prosi! Prost, Jessie! Prösterchen! Prosi! Schach. Schach ist ein Wort. Schach ist ein großes Wort. Ach, das meinen Sie ja doch nicht im Ernst. Aber selbstverständlich. Na, also denn auf das, was wir lieben. Prosit. Vielleicht eine Zigarette gefällt, ja? Da oben. Bauen Sie hier noch mal ein bisschen an. Also, das ist Erika, das ist Lotte, mein Freund. Und das ist die Pauke. Angenehm, freue mich sehr. Dach, Fräulein. Sie haben mir ja furchtbar auf den Fuß getreten. Oh, Verzeihung, das tut mir aber leid. Moment mal bitte, Fräulein. Na, Fräulein Erika, kennen wir uns nicht schon vom Sommerfest? Ach ja, richtig, Sie kamen vorhin im Saal schon so bekannt vor. Ich wusste nur nicht, wo ich Sie hinstecken soll. Sie waren doch damals mit Werner Schulte befreundet, nicht wahr? Ach Gott, du Freundin, doch. Er hat mir mal einen Hof gemacht. Ach so. So, jetzt können Sie sich wieder hinsetzen. Da oben, Sie bringen noch Gläser, ne? Selbstverständlich. Sind Sie öfters hier? Ja, bitte. Da kommt doch nichts an. Bitte sehr. Herr Ober. Bitte? Stellen Sie den Sekt hierher. Jawohl. Darf ich eine neue bringen? Jawohl. Was will er denn, der Herr? Ach, auf den Springer ist er scharf. Das ist doch nicht Ihr Ernst? Aber Sie hatten doch einen viel besseren Zug, wenn Sie mit dem Turm auf D1... Das wird wohl eine Beratungspartie, was?
Aber bitte, nein, bitte lassen Sie das doch. Bitte stellen Sie doch die... Machen Sie doch den Zug von dem Herrn. Bitte schön. Hier ist noch ein Bier, der Bombe. Ein Tango! Ein Tango, bitte! Ja! Der geht so los, Mann! Eine Ist doch so nett. Wir möchten ja gern. Aber sie erlaubt es nicht. Wir haben es ja versprochen. Fritz? Fritz? Ja, ja. Ich bringe dich gleich rauf, Jessie. Fritz? Fritz? Weißt du was? Wir wollen lieber auf tanzen. Tanzen wollen wir. Tanzen wollen wir, tanzen, 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 jawohl, Schach. Wissen Sie, Sie hätten nicht den Springer gegen den Turm tauschen dürfen. Das war ein großer Fehler. Na, da drin. Da drin? Da kann ich nur lachen. Da tanzt keiner mit mir. Tja, ich kann hier leider nicht weg. Eigentlich, dass wir uns schon mal gesehen haben? Mir ist so kalt. Ich werde Sie nach Haus bringen. Wo wohnen Sie? Da ich nicht. Können Sie doch mit mir tanzen. Ja? Ich möchte mal mit Ihnen sprechen. Was soll so sein? Zwei Kaffee. Zwei Mokka. Zwei Mokk? Wissen Sie, dass ich weiß, wer Sie sind? Nee. Ich habe Sie gestern beobachtet.
Sie sind ein Mädel, das Männer an sich lockt, um sie dann in dunklen Gegenden überfallen zu lassen. Lachen Sie doch mal. Sie haben so schöne Zähne. Ich kenne sogar Ihren Trick. Sie suchen sich immer Leute aus, die ein Auto haben. Dann lassen Sie das Auto von Ihren Komplizen stehlen. Und wenn der Bestohlene dann seinem Wagen nachrennt und ihn schließlich in einer kleinen Gasse findet, dann kommen ein paar Männer aus dem Hausflur, schlagen ihn zu Boden und rauben ihn. So haben Sie das gestern mit dem armen Kerl gemacht. Und so haben Sie es wahrscheinlich heute auch mit mir vor. Geben Sie es doch zu. Wissen Sie vielleicht noch was von mir? Nein, mir genügt das. Dann will ich Ihnen mal sagen, was ich wirklich bin. Ich bin nämlich Künstlerin. Ich bin Artistin. Ich falle jeden Abend von einer großen Leiter auf die Pauke. Ich trete im Tamerlan auf. Ach. Sie bestreiten also, dass Ihr Begleiter gestern von drei Männern überfallen worden ist und dass Sie nachher mit diesen drei Männern im Auto davongefahren sind? Aber das waren doch seine Freunde. Wer? Nur die ihn verprügelt haben. Das sind meine Partner, die vier. Die hauen sich immer. Und das Auto gehört denen allen zusammen. Haben Sie mal 10 Pfennig? Was? Geben Sie mir doch 10 Pfennig. Ich muss 10 Pfennig haben. Die Knochen zerschlagen. Wollen Sie das auch noch? Was sagen Sie? Das Auto ist versichert, meine Knochen nicht. Aber das ist doch... Was war denn hier los? Den Herrn haben sie das Auto gestohlen. Es war ein blaues Kabriolett. Ich hab's selber gesehen. War das Ihr Wagen? Ja. Bitte, meine Herrschaften, gehen Sie weiter, bleiben Sie hier nicht stehen. Welche Nummer? 1777. Der Wagen ist übrigens versichert. Holen Sie mir bitte meine Sachen. Warum haben Sie Dame denn laufen lassen? Was geht das Sie an? Na, die Freunde der Dame haben doch Ihr Auto geklaut. Wer sagt Ihnen denn das? Na, Sie haben es doch selbst gesagt. Wer war denn die Dame? Ich habe keine Ahnung, ich kenne sie gar nicht. Es war eine Artistin aus dem Tamerlan. Sie hat selber erzählt. So. Herr Wachtmeister, Sie brauchen das alles gar nicht aufzuschreiben. Ich habe an der Verfolgung der Dame gar kein Interesse. Sie vielleicht nicht, aber wir. Sie müssen aber doch wenigstens sagen, wo Sie hinwollen. Sie können ja nachher weiterheilen. Aber Sie müssen mir doch sagen, wo ich Ihnen hinfahren soll. Warten Sie einen Moment. Vielleicht kann ich mit dem Bauern noch hier. Nein, aber da steht ja der Läufer, da komme ich auch nicht durch. Ja, wenn dieser Bauer da nicht wäre... Zu
dumm ist das. Wenn ich mit diesem blöden Bauer noch durchkommen könnte. Ich stehe ja sogar eine Figur besser. Sie warten Sie mal, warten Sie mal. Ich habe Ihnen ja gleich gesagt, Sie hätten den Springer nicht tauschen dürfen. Das war ein großer Fehler. Schön, ich gebe es auf. Tja. Komm, Jessie, jetzt gehen wir schlafen. Guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Muss ja spät sein. Na, du hast ja ganz gut gelesen. Kim wird schlafen, Jim. Ich bin Fritz. Ist egal. Der Bauer. Halt, halt, einen Moment. Einen Moment, hä? Geht auch nicht. Wo hast du meine Schleppe gelassen? Na ja, morgen früh kriegst du einen sauren Hering, dann ist die Sache erledigt. Koch doch rum! Und mein Marsch ins Bett. Ja, ins Bett. Dann geh schon. Aber Jessie, du machst mir doch die ganze Krawatte kaputt. Jetzt muss ich da auch noch die Schuhe ausziehen, was? Wie eine Amme komme ich mir vor. Ja, alles keinen Zweck. Sie glauben mir ja doch nicht. Ja, 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 hast recht. Hat alles keinen Zweck. Das Kleid siehst du dir auch allein aus. Anders. Keine Ahnung. War das nicht bei Jessie? Was ist denn? Was wollt ihr denn von mir? Zeugung, Mensch. Fabelhaft. Ach, lass sie mal los! Feine Junge! Ach, hier auf Ehrenwort, ja! Ach, Ehrenwort! Auf Ehrenwort, ja! Gut, jetzt. Geht schlafen. Wohl gezankt? Oh. Nee, nee. Das ist ja schrecklich. Soll ich Ihnen vielleicht ein Glas Wasser? Nein, nein, ich danke, Frau Frieda. Ja, trinken Sie mal ein Glas, das tut gut. Sie sind sehr liebenswürdig. Soll ich Ihnen vielleicht noch einen Umschlag machen? Nein, nein, danke. Jetzt gehen Sie mal schlafen, Frau Frieda. Also ich verstehe das nicht. Wie kann man sich nur so zanken? Sie sind doch... Oh Gott, haben Sie sich wehgetan? Ach Gott, bewahre, das machen wir gar nicht. Da bin ich ganz andere Sachen gewöhnt. Vor 2 Jahren, da bin ich beim Fensterputzen aus dem 1. Stock rausgefallen. Das hat mir gar nichts gemacht. Mich in meinem blauen Fleck habe ich behalten. Meine Großmutter, die hat schon immer gesagt... Ja, das ist ja gut, ne? Dann jetzt gehen Sie mal schlafen, ne? Ja, das macht mir gar nichts, Gott bewahre. Thank you.
Wo ist denn die Garderobe von den Fünf von der Jazzband? Da darf ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Kriminalpolizei. Die Jungs? Nein, das Mädel. Bloß eine Nachfrage. Aha. Also, da gehen Sie mal hier, Treppe B. Damengarderobe 11. Danke. Wann kommen wir denn dran? Erste Nummer nach der Pause. So gegen 9:30, Jessie. Dann umgeh mal, Jessie. Zieh dich um. Du hast Garderobe 11. Drüben auf der Damenseite. Wir kommen nachher rüber. Drüben spuckst du dreimal an die Tür. Siehst du so. Dann geht alles gut. Wie machst du das mit dem Pflaster? Nimmst du es ab oder machst du Schminke drüber? Na, abreißen natürlich. Na, lass mal ansehen. Nö. Donnerwetter, schon ganz schön. Sind Sie die Künstlerin Jessie von den Fünf von der Jazzband? Ja. Ich bin von der Kriminalpolizei. Wir haben heute zwei Autodiebe festgenommen. Sie sollen zu denen in Beziehungen stehen. Ich? Ja, Sie. Wir müssen eine Gegenüberstellung vornehmen. Ich will natürlich die Vorstellung nicht gefährden. Was gehen mich denn Ihre Autodiebe an? Ich kenne die überhaupt gar nicht. Ich habe gar nichts mit Ihnen zu tun. Da kommen Sie doch gleich mal mit. Dann können wir die Sache in 10 Minuten erledigen. Wer hat mich denn angezeigt? Vielleicht so ein großer Blonder? Mit so schönen Zähnen einer? Tja, das weiß ich nicht. Gut, ich komme mit. Wollen Sie vielleicht erst Ihre Partner benachrichtigen? Nein, ich bin ja gleich wieder zurück. Sonst regen die sich noch auf. Darüber verweigern wir die Aussage. Wir verweigern die Aussage. Sie, wovon leben Sie eigentlich? Haben Sie überhaupt einen Beruf? Da müssen wir erst unseren Anwalt fragen. Also mit einem Wort, Sie wollen hier jede Aussage verweigern. Vielleicht. Das kommt natürlich ganz auf die Fragen an. Haben Sie die Diebstähle allein ausgeführt? Was soll ich mir hier die Dame reinführen? Die Dame, bitte. Bitte schön. Bitte treten Sie näher. Kennen Sie die beiden? Nein, natürlich kenne ich sie nicht. Ich habe die beiden Herren noch nie gesehen. Darf ich jetzt wieder gehen? Ich muss nämlich auftreten. Einen Moment noch. Kennen Sie beide die Dame? Tja, vielleicht kennen wir die Dame. Wer weiß? Das ist eine Frechheit. Kennen Sie sie oder kennen Sie sie nicht? Zum Donnerwetter noch mal! Schließlich werden Sie doch dafür bezahlt, dass Sie das rauskriegen. Wir können doch hier nicht andere Leute Arbeit machen. Geht doch wirklich zu weit. Abführen! Abführen! Euch werde ich schon zeigen! Abführen! Wen? Alle! Aber ich muss... Sie auch! Das muss erst geklärt werden! Ich muss fort, ich muss auftreten! Sie bleiben hier! Abführen, los, abführen! Ich dachte, Sie können doch meine vier Partner fragen, die werden Ihnen sagen! Das nützt Ihnen gar nichts! Sie kennen Sie ja auch erst seit 2 Tagen. Danach haben wir uns schon erkundigt. Los, raus! Abführen, 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 abführen!
Prophezeiung. Hier treten doch die Fünf von der Jazzband auf. Ich weiß schon. Sie wollen die Dame sprechen. Ihr Kollege ist schon oben. Mein Kollege? Ja, gehen Sie mal rauf. Damengarderobe 11, Treppe B, Herr Kommissar. Einer muss mal rübergehen, was Jessie macht. Die kann sich doch überhaupt nicht allein schminken. Na, ich gehe schon. Du nicht! Was soll das überhaupt heißen? Ruhe! Wenn einer geht, gehe ich. Und warum du? Weil ich der Harmloseste bin. Verzeihung, sind hier die Herren von der Jazzband? Ja, das ist hier. Was wollen Sie denn? Ich wollte einen Moment mit der jungen Dame sprechen, die hier bei Ihnen... Was wollen Sie denn von ihr? Die ist drüben auf der Damenseite. Da ist sie nicht, da war ich schon. Ich kann sie nirgends finden. Machen Sie doch keinen Unsinn! Jessie ist weg! Ich laufe eben mal rüber! Das kann ja nicht werden. Haben Sie überall nachgesehen? Haben Sie denn auch richtig nachgesehen? Sie sind doch der, der damals verhauen worden ist. Vorgestern. Ja. Weil Sie heimlich mit dem Mädel ausgegangen sind. Ja. Weil die anderen eifersüchtig waren. Ja. Und das Auto gehört Ihnen allen zusammen? Ja. Und Sie sind doch der Herr, der nachher zu mir gekommen ist. Was denn? Jessie ist weg. Was? Ausgegriffen. Das wisst ihr doch noch gar nicht. Natürlich wissen wir das. Und noch nachgesehen, überall. Die kommt bestimmt wieder. Nee. Das konnte nicht gut ausgehen. Na, wird alles klappen? Selbstverständlich, Herr Direktor. Unsere Nummer ist 7. Nummer 7 ist dran. Und wir sind Nummer 9. Na, meine Herren? Alles in Ordnung? Ja, Herr Direktor, alles in Ordnung. Lampenfieber? Danke. Na, wird schon gehen. Na, was jetzt? Feierabend. Aus der Traum. Wo willst du denn hin? Willst du vielleicht auch noch weg? Oh, was, Mann. Ich komm gleich wieder. Ich muss mal was nachsehen. Sie möchten rauskommen. Ich gebe Ihnen Herrn Kommissar Dieterberg mit. Es ist ja nur Formsache. Der kann dann die Herren von der Jazzband noch mal verhören. Danke vielmals, Herr Kommissar. Sie haben mich nämlich heute etwas geärgert. Mit dem Herrn will ich nichts zu tun haben. Warten Sie doch mal. Sie sind frei. Wir können gehen. Danke. Warum sind Sie denn so streng mit mir? Der hat mich doch angezeigt, nicht? Ach, Sie sind der Herr mit den hübschen Zähnen. Hat sie das gesagt? Lachen Sie mal. Ich lache ja schon. Stimmt, der Herr hat Sie nicht angezeigt. Nein? Ich schwöre. Um Gottes Willen. Ich muss ja von der Leiter fallen. Was müssen Sie? Ich muss sofort weg. Kommen Sie mit? Jawohl. Mal auf. Die Jungs haben da rein.
andere genommen. Ich muss runter. Ich muss den Jungen sagen, dass es nicht meine Schuld war. Doch warten Sie doch. Aber das können wir Ihnen doch nachher erklären. Ich muss Ihnen noch etwas sagen. Jessie! Den Beruf musst du jetzt aufgeben. Mir zuliebe.